Being Female. Reise zu deinem sexuellen Ich. Willkommen zu Being Female. Ich heiße Maya und beschäftige gerne meinen Geist und Körper mit Sex und Gesundheit. Um herauszufinden, was eine gesunde und erfüllte Sexualität für mich bedeutet, habe ich angefangen, viele Bücher und Studien zu lesen, um herauszufinden, ob diese Erkenntnisse auch auf mich zutreffen und mir und meinem Sexleben etwas bringen. Häufig probiere ich dann etwas Neues aus, um zu schauen, ob mir das gut tut. Mit Being Female möchte ich all das mit euch teilen. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr eure Erfahrungen teilt, sodass wir voneinander lernen können und offener über diese wichtigen Themen sprechen können. Heute blicke ich etwas in die Vergangenheit, um herauszufinden, warum wir Sex so betrachten, wie wir es tun und nicht anders. Hier erstmal der What the Faktencheck. Eine Persönlichkeit hat die Sexualität in den letzten 100 Jahren besonders geprägt und es uns Frauen ganz schön schwer gemacht. Seine Forschung brachte uns wenig von dem, was sein Name verspricht. Freud. Masters und Johnson hatten bei ihrem Vier-Phasen-Modell von Sex, nämlich Erregung, Plateau, Orgasmus und Erholung, doch glatt das Verlangen vergessen. Die Gesellschaft hängt noch sehr an überholten Vorstellungen, wie die weibliche Sexualität zu sein hat. Unter anderem denken wir bei Sex immer noch an Penis in Vagina. Aber das ist eine von vielen Arten und läuft wohl eher unter Geschlechtsverkehr. Wir haben alle einen sexuellen Beschleuniger und eine Bremse in uns. Bei manchen ist der Beschleuniger, bei anderen die Bremse stärker ausgeprägt. Dieses Modell gibt eine gute Erklärung für unsere sehr individuelle Libido. Wenn man davon ausgeht, dass Sex durchschnittlich 14 Minuten dauert, dann haben in diesem Moment auf der Erde ungefähr 3.716.721 Menschen Sex. Yes! Yes! Oh! Yes! 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 Oh! 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 Oh God! Oh! I'll have what she's having. Das war übrigens kein Sex, sondern der vorgetäuschte Orgasmus von Meg Ryan in Harry und Sally. Und jetzt? Tiefer eingedrungen. Historisch gesehen hatte die Psychologie die zentrale Rolle gepachtet, was die Erforschung der Sexualität betraf. Freud vertrat die Ansicht, dass sexuelle Instinkte die treibende Kraft in der Persönlichkeitsentwicklung seien und schiefgegangene sexuelle Impulse in der Kindheit die Gründe für psychologische Erkrankungen sind. Die Libido-Positionen waren für Freud klar verteilt. Der Mann übernahm den aktiven, die Frau den passiven Teil. Für Freud war die Klitoris ein verkümmerter Penis und unsere gesamte sexuelle Entwicklung wurde durch einen Penisneid geprägt. So schrieb er über das Verhältnis von Weib zu Penis. Sie hat es gesehen, weiß, dass sie es nicht hat und will es haben. Für die Frauwerdung war es laut Freud notwendig, dass die Frau ihre klitorale Reizbarkeit zugunsten der Vagina im Laufe der Pubertät abgeben müsse, um ihre Weiblichkeit voll zu entwickeln. Er war es also, der den Mythos einer klaren Unterscheidbarkeit von klitoralem und vaginalem Orgasmus in die Welt setzte und zudem behauptete, dass nur der vaginale Orgasmus der einer reifen Frau sei, während der klitorale nur beim unreifen Mädchen vorkommen sollte. Erst der Sex mit einem Mann würde dem Mädchen verhelfen, zu einer reifen Frau zu werden, also vaginale Orgasmen zu entwickeln. Freuds Abhandlungen zur Sexualtheorie sind zu einer Zeit entstanden, als Sex, welcher nicht der Fortpflanzung in der Ehe diente, noch als etwas Unmoralisches und Schmutziges galt. Freud hat dazu beigetragen, Sex als ein Bedürfnis zu sehen, dessen Unterdrückung schwere psychische Folgen haben kann. Leider hat er die Gesellschaft und deren Sicht auf die weibliche Sexualität in einem solchen Maß beeinflusst, dass man von psychologischer Genitalverstümmelung sprechen könnte. Auch für meine Sexualität spielte diese klitoral-vaginale Diskussion eine Rolle. Jahrelang dachte ich, mir entginge was Wichtiges, wenn ich keinen rein vaginalen Orgasmus bekommen könnte. Ich habe meine schönen klitoralen Orgasmen zwar nicht als minderwertig gesehen, hatte aber schon das Gefühl, dass mir vielleicht etwas entginge. Dass es da auf die neuronale Vernetzung und anatomische Lage der Klitoris ankommt, habe ich erst viel später herausgefunden. Es geht also nicht darum, irgendwas hinzubekommen, sondern herauszufinden, was für einen persönlich am besten ist, weil jede Anatomie eben unterschiedlich ist. Zur Anatomie kommen wir übrigens nächstes Mal. Nach Freud kamen die Naturwissenschaftler.
Einige von euch kennen vielleicht die sehenswerte Serie Masters of Sex. Eine wunderbare Darstellung der 50er bis 70er Jahre mit Petticoats und Pumps. Die Forscher Masters und Johnson schauten vielen heterosexuellen Paaren beim Geschlechtsverkehr zu und teilten diesen in vier Phasen ein. Erregung, Plateau, Orgasmus und Erholung. Sie haben die Paare verkabelt und gefilmt und sahen zum Beispiel in der Erregungsphase, wie die Klitoris und Vulvalippen anschwellen, der Muskeltonus im Beckenbereich sich erhöht und es zu Muskelkontraktionen kommt. Die Herzfrequenz erhöht sich, der Blutdruck steigt und die Atmung wird tiefer und schneller. Die vulva-vaginale Region wird feuchter, die Gebärmutter hebt sich und die Vagina dehnt sich aus. Die physiologischen Veränderungen haben aber nicht unbedingt etwas mit den psychologischen zu tun. Ende der 70er hat Frau Helen Singer Kaplan dann erkannt, dass irgendwas Essentielles fehlte, nämlich das Verlangen. Und da wurde Sexual Response zu einem dreiphasigen Modell zusammengekürzt. Verlangen, Erregung, Orgasmus. Verlangen und Erregung hängen eben nicht notwendigerweise zusammen. Ein Mann nimmt viele seiner Erektionen gar nicht wahr, zum Beispiel die Morgenlatte. Und genauso ist es bei der Frau. Wir haben nächtliche Erektionen ungefähr 7 bis 8 Mal und zusammengenommen fast 1,5 Stunden lang. Ein kanadischer Forscher namens Pfaus machte besonders viele Experimente im Bereich von Sex an Ratten, die den Menschen ganz schön ähnlich sind, so unangenehm das uns vielleicht sein mag. Er fand heraus, dass es vor allem auf die Erfahrungen jeden Einzelnen ankommt, auf welche Reize eine Person wie stark sexuell reagiert. Wenn ich meinen Orgasmus immer im Dunkeln erlebt habe, dann wird es schwer sein, einen Orgasmus in Tageslicht zu haben. Viele erinnern sich sicher an die pavlovschen Hunde, denen das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie das Läuten einer Glocke hören, weil sie es gewohnt waren, immer bei dieser Glocke Essen zu bekommen. Ähnlich könnte es sein, dass die schönsten sexuellen Erfahrungen, die ich gemacht habe, während Kirchenglockenschlugen passierten. Und dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass mich der Anblick einer Kirche oder besonders die Glocken am Sonntag in sexuelle Erregung bringen. Diese Prägungen haben Ende der 90er Bancroft und Janssen genutzt, um ihr duales Kontrollmodell der sexuellen Antwort zu beschreiben. Dies half sehr, um Libido besser zu verstehen. Es geht in diesem Modell darum, dass Verlangen von zwei Arten von Faktoren abhängt. Eine Gruppe von Faktoren stellt die Lustbeschleuniger dar, zum Beispiel ein Geruch oder ein visueller Reiz oder ein Glockenschlag. Und die andere Art beschreibt Lustbremsen, wie die Angst vor Geschlechtskrankheiten oder die Scham vor der eigenen Nacktheit oder die Angst vorm Schwangerwerden. Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Bremsen und Beschleuniger. Wie stark meine Beschleuniger oder meine Bremsen ausgeprägt sind, hängt in einem großen Maße von meinen eigenen Erfahrungen ab und mit welchen Faktoren wir unsere sexuellen Erfahrungen verbinden. Es ist super hilfreich, die eigenen sexuellen Beschleuniger und Bremsen zu verstehen. Diese anzuerkennen, zu berücksichtigen und auch zu kommunizieren, kann viel dazu beitragen, dass wir Sex mehr genießen können und auch mehr Lust drauf haben. Um auf das Kirchenglockenbeispiel zurückzukommen, wenn dies mein Trigger ist und ich mehr Lust auf Sex haben möchte, suche ich mir vielleicht eine Wohnung neben dem Glockenturm. Wenn wir zum Libido-Podcast kommen, gehe ich noch tiefer auf das Thema ein und ihr lernt, wie ihr herausfinden könnt, wie stark eure Bremsen oder Beschleuniger ausgeprägt sind. Einen weiteren wichtigen Beitrag hat 2009 Dr. Rosemary Besson geleistet. Sie hat den Orgasmus als abschließende Phase in Frage gestellt. Meist war ja eh der männliche Samenerguss gemeint. Sie ersetzte die traditionelle letzte Phase durch physisches Wohlbefinden. Teil des physischen Wohlbefindens kann zwar der Orgasmus sein, muss es aber nicht. Wenn ich an Sex denke, gehört in meinem Kopf tatsächlich dazu, dass mindestens einer der Beteiligten zum Orgasmus kommt. Und für mich persönlich eigentlich immer beide. Ein Orgasmus ist jedoch extrem variabel und für die sexuelle Befriedigung von Frauen und auch Männern nicht Bedingung. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt dem Mann egal sein kann, ob die Frau kommt, sondern dass Frauen, die keinen Orgasmus bekommen, sich nicht als krank betrachten. Ich wünsche jeder Frau ganz viele Orgasmen, weil ich sie großartig finde. Aber der Druck, einen haben zu müssen, weil ich eben sonst nicht normal bin, ist kontraproduktiv und macht es noch schwerer, überhaupt einen Orgasmus zuzulassen.
Ich hatte in einem Forum die Frage gestellt, wie ich einem Alien, der neu auf der Erde ist, Sex erklären könnte. Die häufigste Antwort hatte irgendwas mit Penis in Vagina zu tun. Auch ich denke bei Sex meist an Geschlechtsverkehr und beim ersten Mal Sex daran, wann der erste Penis meine Vagina penetriert hat. Wenn wir von Sex sprechen, meinen wir meist Penis-Vagina-Sex. Aber im Zeitalter von LGBTQIA+, erscheint es doch wirklich überholt. Leider ist die Sexualwissenschaftlerin Shea Hyde gerade gestorben. Sie hat schon vor über 40 Jahren verlangt, dass wir Sex neu definieren. Sie schrieb, Sex ist intimer Körperkontakt zum Vergnügen mit sich alleine oder um dieses Vergnügen mit einer anderen Person zu teilen. Du kannst Sex haben, um einen Orgasmus zu haben oder keinen Orgasmus zu haben, genitaler Sex oder nur physische Intimität, was immer dir richtig erscheint. Es gibt keinen Grund, warum das Ziel Geschlechtsverkehr sein muss. Es gibt keinen Standard der sexuellen Lusterbringung, an dem du dich messen lassen musst. Du wirst nicht von Hormonen oder der Biologie beherrscht. Es steht dir frei, deine eigene Sexualität zu erforschen und zu entdecken, zu lernen oder zu verlernen und körperliche Beziehungen mit anderen Menschen beiderlei Geschlechts einzugehen. Das wurde von ihr 1976 geschrieben und dennoch sind wir da noch weit davon entfernt. Wir tun uns sehr, sehr schwer, die neuen Modelle anzunehmen, die zu einer Akzeptanz der Verschiedenartigkeit von Sexualität anleiten. Das liegt zu einem Großteil an unserer Erziehung. Ob wir es wollen oder nicht, unsere Sichtweise auf die Welt wird vor allem durch Erlebnisse vor der Pubertät geprägt, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Daher haben wir viele Ansichten nicht aufgrund von eigenen Erfahrungen, sondern denen unserer Eltern, die uns erzogen haben, so gut wie sie es eben konnten. In dem Buch Come As You Are, zu Deutsch Komm wie du willst, spricht Emily Nagoski von drei gesellschaftlichen Paradigmen, die sich in unseren Köpfen verankert haben. Da ist zuerst einmal die Moralkeule mit der Nachricht, du bist schlecht. Du bist schlecht und solltest dich schämen, wenn du Sex magst, viele Partner hast oder Pornos schaust. Du willst Kinder und arbeiten? Rabenmutter. Du möchtest keine Kinder? Egoistin. Die zweite Nachricht ist die medizinische Verurteilung und lautet, du bist krank. Sex ist gefährlich, weil du Krankheiten bekommen kannst und davon schwanger werden kannst. Wenn du Sex hast, soll es den Phasen entsprechend ablaufen, mit dem Orgasmus als abschließendes Ziel. Und zwar am besten gleichzeitig. Wenn du keine Lust hast, bist du krank. Wenn du keinen Orgasmus bekommst, bist du krank. Eine Theorie, die hierhin passt und auch sehr von Freud geprägt wurde, ist die Triebtheorie für Sex. Auch wenn es unter Psychologen als veraltet gilt, hält es sich hartnäckig in der Gesellschaft, dass Sex ein Trieb sei. Also etwas, was unseren Grundbedürfnissen entspricht, wie Essen, Trinken und Atmen. Und ohne, dass wir sterben. Dem ist aber nicht so. Wir sterben nicht, wenn wir keinen Sex haben. Sex basiert auf einem Belohnungssystem, wie viele Dinge, die wir tun. Die meisten mögen und wollen Sex, weil wir etwas davon haben. Sei es Nähe, Entspannung, Bestätigung oder weil es sich einfach gut anfühlt. Das ganze Trieb zu nennen, ist nicht nur nicht richtig, sondern kann dazu führen, dass nicht einvernehmlicher Sex oder sogar Gewalttaten verteidigt oder sogar entschuldigt werden. Kein Sex kann zwar unangenehm sein und zu inneren und äußeren Konflikten führen, weil ein wichtiges Belohnungsmittel wegfällt, heißt aber nicht, dass unsere Existenz bedroht ist und wir hier und jetzt Sex brauchen, um zu überleben. Sex ist eher wie Tanzen und Singen, etwas, was sich gut anfühlen kann. Die letzte der drei gesellschaftlichen Nachrichten an Frauen ist die jüngste, aber wohl die lauteste. Die der Medien. Sie lautet, du bist falsch. Wenn du noch keinen Dreier hattest, keine Sextoys nutzt oder nicht gesquirtet hast, dann bist du falsch. Du bist zu dünn oder zu dick, hast zu große oder zu kleine Brüste, hast keine Barbie-Vulva und deine Achselhaare sind nicht rasiert? So wie du bist, bist du falsch. Diese Nachricht prasselt auf vielen Kanälen ständig auf uns ein. 10 Dinge, um deine Lust zu steigern. 5 Positionen, die dir und deinem Partner die besten Orgasmen bescheren. Das Produkt, das dich 10 Jahre jünger macht. Denn so wie du gerade bist, ist es nicht gut genug. Eine Art Gegenbewegung zu diesen negativ besetzten Stimmen ist die sexuell positive Bewegung. Der Begriff sexuell positiv kommt ursprünglich von dem Arzt Wilhelm Reich, der mit Freud gearbeitet hat.
Er ging davon aus, dass die Gesellschaft zwei Sichten auf Sex hat, positiv oder negativ. Sexpositivität ist eine Haltung gegenüber der menschlichen Sexualität, die alle einvernehmlichen sexuellen Aktivitäten als grundlegend gesund und angenehm ansieht und sexuelles Vergnügen und Experimentieren fördert. Seit den 60ern hat sich diese Bewegung immer stärker gegen die negativen moralischen, medizinischen und medialen Nachrichten gewehrt und versucht darüber aufzuklären, dass einvernehmlicher Sex gesund und schön sein kann, wie wichtig safer Sex ist, also die Verhinderung von sexuell übertragbaren Krankheiten, und wie wichtig es ist, deinen eigenen Körper zu lieben. Abschließend die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Auf den G-Punkt gebracht. Die Sexualforschung hat viele Theorien aufgestellt, die im Laufe der Zeit wieder verworfen wurden. Leider ist viel von dem alten Zeug hängen geblieben. Wir müssen die neuen Modelle verbreiten, die uns helfen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind, statt uns ständig in Frage zu stellen. Wir haben alle Lustbeschleuniger und Lustbremsen in uns. Und es ist hilfreich herauszufinden, was genau deine Beschleuniger und deine Bremsen sind und wie stark sie sind. Dazu könnt ihr bei Being Female bald einen Test machen, wenn der Podcast über Lust und Libido rauskommt. Der Orgasmus ist eine schöne Option beim Sex, aber kein zwingender Bestandteil. Physisches Wohlbefinden dagegen schon. Geschlechtsverkehr kommt der Bezeichnung von Vagina-Penis-Sex wohl am nächsten. Sex hingegen ist so viel mehr, was immer du draus machst. Sex ist kein Trieb und damit nichts, was dich überkommt bzw. übermannt. Wir tun es gerne, wenn es uns gut tut. Und dann auch gerne oft. Sex ist zwar nicht für jeden ein positives Erlebnis, aber es ist wichtig zu wissen, dass Sex sehr positiv sein kann und sein darf. Dazu muss man lernen, so manche moralischen, medizinischen und medialen Stimmen zu ignorieren und in sich selbst reinzuhorchen. Die wichtigsten Infos, Quellen und Studien findet ihr auf beingfemale.de. Mir hat hierzu besonders gut das Buch Komm wie du willst von Dr. Emily Nagoski gefallen. Im nächsten Podcast geht es um die Basics, die wunderbare Anatomie des weiblichen Körpers. Wenn ihr Lust habt, etwas über euren Körper zu teilen, bestimmte Fragen oder Wünsche zu äußern oder Feedback geben möchtet, schreibt einfach eine E-Mail an info@beingfemale.de. Alles, was ihr schreibt, bleibt natürlich anonym. Und damit wünsche ich dir noch viel Spaß beim Erforschen deines wunderschönen Körpers. Being Female. Reise zu deinem sexuellen Ich.